Seien Sie gegrüßt. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Thomas Grüter und ich bin der Autor des Buchs Offline. Ich diskutiere darin den möglichen Kollaps unserer globalen digitalen Zivilisation. Die meisten vergangenen Kulturen verschwanden kurz nach dem Gipfelpunkt ihrer Macht und ihres Reichtums. Wie ein Kartenhaus, das irgendwann unter seinem eigenen Gewicht zusammenfällt. Und das kann uns auch passieren. Die Gefahren sind offensichtlich. Alle Zivilisationen beruhen auf einer ausgefeilten Arbeitsteilung. Menschen, Waren und Informationen müssen ständig in Bewegung bleiben, um die Bewohner zu versorgen und die Strukturen zu erhalten. Man spricht hier von einem Fließgleichgewicht, denn jeder Stillstand führt zum Zerfall. In diesem Bach schafft nur der ständige Durchfluss des Wassers eine scheinbar stabile Form. Auch unsere Zivilisation beruht auf einem ununterbrochenen Strom von Material, Menschen und Informationen. Rohstoffe kommen aus Arabien, Südamerika oder Australien, während Deutschland, China oder Japan Industrieprodukte in alle Welt exportieren. Damit sind wir aufgewachsen und es erscheint uns selbstverständlich. In Wirklichkeit ist dieses System aber erstaunlich fragil. Bis 2019 kannten die meisten Menschen eine Pandemie nur aus Horrorfilmen. Jetzt ist sie Wirklichkeit. Und sie gefährdet nicht nur die Gesundheit und das Leben. Auch die Wirtschaft leidet und die internationalen Liefernetze sind zum Zerreißen gespannt. Der Klimawandel begünstigt extreme Wetterereignisse. Immer mehr fruchtbarer Boden geht verloren. All das belastet das komplexe System unserer Zivilisation. Schon ein regionaler Atomkrieg könnte so viel Ruß in die Atmosphäre blasen, dass es auf der Erde dunkel und kalt wird. Eine weltweite Hungersnot und ein Zusammenbruch der Wirtschaft wären die Folge. Die Ströme von Waren und Daten, Blutkreislauf und Nervensystem unserer Zivilisation kämen zum Stillstand. Eine Wiederbelebung wird schwierig, denn beim Zerfall einer Zivilisation verschwindet auch ihr Wissen. Und zwar sehr viel schneller, als man meinen würde. Was glauben Sie, wie viele Bücher aus der Antike haben den Zerfall des Römischen Reichs überlebt? 10%? 1%? Tatsächlich sind es eher 0,1%, also 1 von 1000. Aber auch unsere digital gespeicherten Daten sind extrem kurzlebig. Diese halbzölligen, neunspurigen Datenbänder hat IBM in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts erfunden. Heute gibt es dafür kaum noch Lesegeräte. Wenn Sie Ihre Daten auf CDR gesichert haben, sollten Sie vielleicht nachsehen, ob Ihr DVD-Laufwerk die Scheibe noch erkennt. Das Polycarbonat wird mit der Zeit trübe und der Kleber der Etiketten kann die Metallschicht angreifen. Und wann haben Sie zuletzt Ihre USB-Sticks kontrolliert? Auch diese modernen Datenträger altern relativ schnell. Aber nicht nur Bücher und CDs werden mit der Zeit unbrauchbar, selbst die robustesten Infrastrukturen zerfallen irgendwann. Und heute sind wir auf das reibungslose Zusammenspiel der verschiedensten Systeme absolut angewiesen. Die Energie von vielen hunderttausend Solardächern und Windkraftanlagen kann ohne digitale Steuerung kaum an den jeweiligen Strombedarf angepasst werden. Andererseits funktioniert die Digitaltechnik nicht ohne Strom. Aber auch andere Bereiche sind absolut unverzichtbar. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat insgesamt 9 kritische Infrastrukturen definiert, die untereinander noch viel stärker vernetzt sind, als dieses Bild es zeigen kann. Wenn wir sie nicht wirksam schützen, sehen unsere Nachfahren von unserer Lebensweise vielleicht nur noch eindrucksvolle Ruinen. Unsere Städte erwartet dann das gleiche Schicksal wie Troja oder Karthago. Oder sie versinken, wie Rungholt oder Veneta, im stetig steigenden Meer. Aber ein Kollaps ist kein unabwendbares Schicksal. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit können wir die Gegenwart in Zahlen fassen, zukünftige Entwicklungen modellieren und, mit etwas Glück, rechtzeitig gegensteuern. Wir haben es geschafft, die Erde zu verlassen und den Mond zu erreichen. Und vielleicht werden wir, bevor unsere Zivilisation durch die nächste abgelöst wird, den Grundstein für eine multiplanetare Gesellschaft legen. Oder eben auch nicht. Nach einem möglichen Kollaps der globalen digitalen Zivilisation
wird unser Leben deutlich mühsamer werden. Die landwirtschaftlichen Erträge werden sinken, obwohl sehr viel mehr Menschen auf den Feldern arbeiten müssen. Und ohne moderne Kläranlagen verwandeln sich unsere Flüsse sehr schnell in stinkende Kloaken. Die Medizin wird auf den Stand von vor 70 Jahren zurückfallen. Natürlich kann ich im Video diese Themenkomplexe nur kurz anreißen. Im Buch habe ich den aktuellen Stand der Wissenschaft ausführlich dargestellt, kritisch kommentiert und hoffentlich verständlich erklärt. Schließlich möchte ich, dass auch Politiker mein Buch lesen. Bisher ist noch jede Zivilisation irgendwann zusammengebrochen, aber wenn wir die Ursachen kennen, können wir vielleicht rechtzeitig gegensteuern. Und ein kleiner Hinweis zum Schluss: Es wird nicht reichen, nur den Klimawandel aufzuhalten. Wir gehen interessanten Zeiten entgegen. Es war ein strahlend kalter Apriltag an Weihnachten 2013. Und als das Land mit einem Siegel aufbrach, war Stille im Himmel.